Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes Thema heute. Warum ich auf den Boden gucke gerade, liegt daran, weil hier drei Schuhsorten vor mir stehen. Und zwar ist es jetzt hier keine Produktplatzierung wegen Schuhe, sondern ich will euch was zeigen. Und zwar, wenn ihr euch im Winter jetzt tätowieren lässt, ja, ist ja egal wo, euch tätowieren lässt, einem Knöchelbereich. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar, wenn es hier wäre. Was das, Sascha? Ne? Sascha hat da noch kein Tattoo? Nee, richtig, ich habe da noch kein Tattoo. Ja, gerade hier in diesem Bereich, wenn ihr euch da tätowieren lässt oder halt die andere Seite, ja, da müsst ihr Folgendes achten. Ganz besonders aufpassen, weil gerade wenn draußen Schnee liegt und es kälter ist, ziehen ja die Frauen und die Männer sehr gerne Boots an, ja, so eine Winterstiefel, zum Beispiel wie Timberlands oder irgendwelche von Fila oder sowas, die halt hoch, die sehr hoch sind. Oh Gott, ich bin gar nicht sportlich! Ah! Oh krass, guck mal, ich kann Yoga. Müsst ihr darauf achten, dass ihr keinen hohen Boot anzieht, ja? Ist scheiße aus folgenden Gründen. Wenn du diesen Boot anhast und du da ein frisches Tattoo drauf hast und jeder Tätowierer bzw. jedes Tattoo-Studio macht das ja anders, ja? Manche benutzen eine Heilfolie, die drauf klebt und die dann 4 Tage drauf bleibt oder diese jeden Tag wechseln oder eine Frischhaltefolie, das macht jeder wie er will oder auch mal gar nichts drauf. Da solltet ihr natürlich dann sofort rausgehen. Folgendes, wenn du deine Folie drauf hast, es ist egal was für eine Folie, bringt das alles nichts und zwar du reibst dir mit diesen Schuhen, ja? Weil stellt euch vor, hier ist jetzt euer Fuß drin. Und hier ist das Tattoo, was gestochen wurde, was frisch ist, ja? Ist egal, ob 2, 3, 4 Tage, eine Woche lang solltest du so einen Schuh nicht tragen. Weil durch das Laufen draußen im Schnee, gerade wenn Schnee liegt, ja, da läufst du ja nochmal ein bisschen anders, ein bisschen fester, ein bisschen, hast mehr Kraft in den Beinen, da ratschst du noch mehr rum, ja? Auf die frische Wunde. Und das ist schlecht, weil wenn du jetzt immer die ganze Zeit am Laufen bist, reibt sich immer schön. Gut, hier oben ist jetzt der Kragen nicht so ganz hart, sondern eher weicher. Da würde es vielleicht eventuell noch gehen. Reibst du dieses Tattoo ständig hin und her, immer auf dieser Wunde, hin und her. Und dadurch kann einem, ja, kann es halt wund werden, ne? Es ist ja so oder so schon wund. Folgendes jetzt hier beim Mann. Ja, hier haben wir übrigens den Schuh von Sido. läufst jetzt die ganze Zeit mit dem hier. Guck mal, könnt ihr es ja schon erkennen, ne? Jetzt hier gerade im Knöchelbereich, wenn ich mich hier jetzt tätowieren lassen habe, würde das auf jeden Fall bei diesem Schuh, wenn ihr euch das mal anguckt, würde das alles aufreiben, ne? Damit will ich euch nur sagen, warte, hier nochmal kurz ein Beispiel. Hier auch. Das ist auch ein Schuh, würde gar nicht gehen. Weil du reibst dir alles damit auf. Gerade wenn du hier oben das zuschnürst, damit kein Wind reinkommt, dir kalt wird am Bein. Wegen der Wunde, weil sonst hast du ja Gänsehaut auf der Stelle, wo du tätowiert wurdest und es tut dir dann auch mal höllisch weh. Deswegen schnürst du das dann bestimmt ein bisschen enger und ja, ist schlecht, weil du reibst dir damit diese Wunde extrem auf und dann kann es nicht heilen und du hast Farbverlust, könnte Narbengewebe entstehen und ja, es ist einfach schlecht, ja. So kannst du es einfach nicht heilen lassen. Deswegen will ich euch nur sagen, gerade im Winter, also in der Winterzeit, die geht ja glaube ich bis Februar war das, bis Februar, ja irgendwie so, solltet ihr auf keinen Fall einen hohen Boot anziehen, wenn ihr euch da tätowieren lässt. Nach einer Woche könnt ihr natürlich einen hohen Schuh wieder anziehen, ja? Das ist natürlich gar kein Problem. Es geht nur darum, dass wenn es frisch gestochen ist, weil ihr reibt das auf. Sowas kann gerade immer ja, sehr gerne passieren. Deswegen wollte ich euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr das bitte sein lässt und keinen hohen Schuh anzieht, eine Woche lang, ja? Wirklich eine Woche, exakt eine Woche und dann könnt ihr wieder einen hohen Boot anziehen, wenn ihr euch da tätowieren lässt. Weil durch diese ständige Reibung wird es ja auch heiß an der Stelle, weil die Wunde ist sowieso, fühlt sich immer sehr heiß an, wie so eine Verbrennung über einen Kunstrasen. Und wenn ihr dann noch zusätzlich immer schön läuft mit dem Schuh, bam, 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 die ganze Zeit auf dieser Stelle, ist es wund. Ja, es ist ein Albtraum, wenn ihr das habt. Deswegen, Peace an dieser Stelle, das war's schon. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat oder du mal gerne darüber reden möchtest, und zwar in Sachen von, ja Sascha, du hast vollkommen recht, Mensch. Gut, dass du das mal sagst, dann schreib es doch in die Kommentare oder erzähl mal, wie bei dir die Heilphase war, weil viele sind ja an der Stelle auch tätowiert. Ist ja auch ein schöner Hingucker, gerade im Sommer, wenn du im Bikini schön am Strand rumhüpfst und dann über dem Knöchel ein Tattoo hast, das kommt natürlich sehr gut an und sieht auch sehr attraktiv aus, ne? Deswegen schreib es mal in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis denne, Antenne.